Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout. So, wir machen heute Folgendes. Wir probieren das heute noch einmal. Aber diesmal werden wir uns hier sozusagen noch ein bisschen besser versuchen auszuequippen. Hier könnten wir eigentlich auch noch mal kurz die Lackierung ändern. Die Sumpffarbenlackierung. Und ja, den Rest können wir halt nicht bearbeiten. Hier könnte ich jetzt eigentlich nochmal... Ja, wir bräuchten eigentlich mehr Ausdauer. Hier machen wir mal Gunner draus. Und statt Munition nehmen wir Überleben mit. Aber ohne Schlafsack. So. Und dann wollen wir mal gucken. So, so sieht jetzt unser Backpack aus. Wir hätten auch die Farbe nochmal ändern können. Aber gut. Das passt jetzt schon mal ein bisschen besser. So, gucken wir jetzt nochmal nach, ob wir hier jetzt noch irgendwie... Ja, wir kriegen immer noch kein Reflexvisier hin, weil wir kein nukleares Material haben. Gut. Gehen wir hier nochmal raus. Machen hier nochmal normal. Haben wir noch was zu essen zum Herstellen? Ja, haben wir. Wir können noch eine gebackene B-Fliege machen. Und das war's. Na gut. Drogen und so weiter werden wir jetzt auch nicht mehr weiter herstellen können. Jetzt fahren wir nochmal in die dritte Etage. Und holen uns hier... Na, die Pistole brauchen wir nicht, aber wir holen uns jetzt nochmal die Schrotflinte. Obwohl, nee, wir haben ja sowieso keine Munition dafür. Was will ich denn da machen? Das bringt doch gar nichts. So, dann nehmen wir uns auch nochmal kurz... Ah ne, Antibiotika haben wir noch beim Dings, ne? Hier haben wir ja nur noch Antibiotika. Nehmen wir uns die beiden mal raus. Führen uns einmal zu Gemüte. Uns fehlt ein bisschen Wasser. Okay. So, jetzt ist das alles voll und weg. Gehen noch einmal speichern. Wunderbar. Und jetzt gehen wir erst nach Concord, machen die Raider, die vorne anstehen, weg. Weil die haben wir ja bis jetzt immer gut weggekriegt. Und danach gehen wir dann sozusagen noch einmal zurück, bevor wir sozusagen ins Museum reingehen. Damit das vielleicht ein bisschen besser läuft. Bezüglich, wir gehen dann einmal zurück, speichern das Ganze und ja, damit wir, falls wir fehlen, wieder im Museum das nicht noch einmal machen müssen. Und können vielleicht auch die Lasermuskete ein bisschen aufwerten. Müssen wir schauen. Ach, stimmt. Weil ich vergesse es jedes Mal. Probier es halt so. Und die laufen nur weg. Wo ist eigentlich unser Hund? Huhu, Dogmeat. Jetzt sind sie weg. Ach, Dogmeat ist jetzt da. Wunderbar. Aber die Blutkäfer sind jetzt weg. Und ich habe jetzt einfach Munition verschwendet, oder wie? Das gefällt mir nicht. Ja. Ach, da hinten. Irgendwo da oben. Ist sie jetzt ganz weggeflogen? Also ich kriege sie nicht mehr ins System rein. Oh
Und die da hinten fliegt da hinten auch noch rum. So gehe ich die jetzt mal jagen. Mensch, jetzt bleib doch mal hier. Schlimm genug mit dir. Die fliegt jetzt tatsächlich weg. Oh Mensch. Das gibt's doch nicht. Kommt sie jetzt nochmal wieder? Ja toll, jetzt habe ich den Kopf erwischt oder was? Jetzt ist sie geplatzt. Na gut. Und was ist jetzt mit dir da hinten? Ich habe keine Lust, dass du mich dann hier einfach hinterrücks angreifst. Ich wusste es. Oh Mensch, ey du blödes, fliegendes Etwas. Jetzt habe ich sie. Oh wei, fast keine Muni mehr. Es wird langsam karg. Jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen anschleichen. So. Hier liegt jetzt einer. Na komm schon. Geh endlich zum Boden. Okay, du bist tot. Gut gemacht, Dogmeat. Gut gemacht. Guter Hund. So. Hier muss noch irgendwo einer sein. Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Okay. So. Nehmen wir uns hier mal alles an. Sind jetzt aber ein bisschen weniger als sonst. Das ist bestimmt, weil wir letztens Concord das schon gesehen hatten. Aber gut, wir gehen jetzt noch einmal kurz zurück. Also nichts mit Briefkasten jetzt hier. Halt, hier hinten war doch auch noch ein kleiner Kasten, den wir plündern konnten. Und die Kronkorken nehmen wir uns auch mit. Liefern das Ganze jetzt ab, damit wir es nicht nochmal machen müssen. Weil ich denke mal, das wäre jetzt das Schlaueste. Kostet zwar ein bisschen mehr Zeit, aber wir sind wenigstens safe und müssen dann halt nicht den Anfang ständig neu machen. Und haben somit eigentlich mal auch bessere Chancen, dass noch, wenn es jetzt noch mal fehlt, es wirklich mal zu schaffen irgendwann. Damit es dann halt auch weitergehen kann. So. Gleich zu Hause, da ist unser halbfertiges Haus. Am Horizont. Ist recht groß geworden. Jetzt werde ich auch noch müde. Na, es passt ja. Na gut. So. Einmal jetzt Müll entwerten. Das heißt, so viel wie wir schmeißen jetzt einfach nur mal alles rein, bis auf die Lasermuskete. Ja, die brauchen wir nochmal. Wo ist sie? Achso, Mods können wir. Nee, das war ja andersrum. So, Fusionskern brauchen wir eigentlich nicht. So, wo war es jetzt? Lasermuskete, die nehmen wir uns jetzt mal mit. Die Gasmaske, den Gürtelzug, das können wir alles wegpacken. So. Wir haben aber immer noch keine Brust, deswegen nehmen wir uns jetzt die Raider-Brust einmal mit.
So, dann gehen wir hier mal kurz an die Herstellung. So, 3, 4 Kondensator könnten wir dran setzen. Könnten auch einen vollständigen Kolben dran machen. Und ein Zielfernrohr. Sehr schön. Langreichweiten oder normales? Leuchtvisier ist eigentlich kacke. Wir machen jetzt mal ein ganz normales Zielfernrohr dran. Und dann machen wir einen vollständigen Kolben drauf. So, und jetzt können wir eigentlich nichts weiter mehr machen. Dran klatschen. Und Kondensatoren können wir eigentlich auch nicht weiter überladen. Also sprich, bleibt es bei 2 Aufladung. Und dann haben wir wenigstens jetzt sozusagen etwas zum Snipen. So. Das wollen wir gleich anziehen. Gut, dann gehen wir nochmal kurz was herstellen. Hier. Weil wir haben ja jetzt so einen Braten gekriegt. Da ist es. Ripped Steak. Und fertig. Ziehen uns jetzt einmal die Brust an. So, Kleidung. Raider Harnisch. Dann einmal die Lasermuskete auf die 2. Ah, 49 Schuss. Das ist zwar nicht viel, aber es passt. Und mit dem Zielfernrohr kann man arbeiten. Dann gehen wir jetzt. Müssen wir jetzt ein bisschen länger schlafen gehen. Gehen wir mal 8 Stunden schlafen. Somit ist dann auch gespeichert. Und dann können wir gleich losrennen runter nach Concord. Ah, jetzt fühlen wir uns noch ein bisschen schlaff, weil wir was zu essen brauchen. Essen wir mal eine gebackene Bärfliege und ein Rippensteak. Damit sind wir wieder gut genährt. Und haben auch volle Ausdauer. So, jetzt brauchen wir jetzt nur noch runterlatschen. Was ist mit dir hier? Hallo, schöner Hund. Aber er sieht einsam aus. Er könnte einen Spielkameraden gebrauchen, oder? Warum verkaufst du sie? Ach, ich will eigentlich gar nicht. Aber ich liebe Hunde und muss irgendwie Geld verdienen. Also züchte und verkaufe ich sie. Es geht mir mal wochenlang schlecht, wenn ich einen verkaufe. Aber dann gibt es einen neuen und es geht von vorne los. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte sie nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Ich werde mich gut um sie kümmern. Keine Sorge. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich glaube, ich will sie doch nicht verkaufen. Okay, ich habe ihn nicht überzeugen können. Schade. Ich glaube aber, wir hatten sowieso nicht die 250 Kronkorken. Das wäre, glaube ich, das nächste Problem gewesen. Aber gut. Da werden Hunde hier einfach so verkauft. So. Dann probieren wir es jetzt. Mann, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Dann probieren wir es jetzt noch einmal. Aufs Neue. Und diesmal wollen wir es auch wirklich schaffen. Wir gehen den Schrotflinten und den Molotovs aus dem Weg. Und hoffen einfach das Beste. Damit wir hier dann auch später Concord plündern können. Für den Ausbau natürlich. So. Und rein mit uns. Versuch Nummer 3. Und jetzt drückt die Daumen. Daneben.
Mann. Warum treffe ich nicht? Weil da eine scheiß Lampe im Weg ist. Okay. Jetzt kurz warten. Vielleicht doch mal ein bisschen was zu mir nehmen. Nehme ich mal einen Nuka Free. Ah, ich sehe dich. Sehr schön. Gut, du bist runtergeplumpst. Deswegen kann ich jetzt hier schon mal dich plündern. Keine britischen Besatzer mehr. Ja, kennen wir alle schon. Zurück nach England mit euch. Müssen nur vorsichtig bleiben. So, die erste Hürde haben wir. Das war Schrotflinty. So, okay. So, Schrotflinty ist jetzt ja weg. Und das da oben sieht ein bisschen komisch aus. So, nehmen wir uns hier auch nochmal ein bisschen was mit. Als werden wir später alles brauchen. So. Aber dazu komme ich gleich noch. Jetzt will ich hier erstmal den Rest wegmachen. Der hier noch stört. Ich sag's dir, Mann. Lass uns verdammt nochmal verschwinden. Sonst werden wir noch erschossen. Sei nicht so ein Weichei. Wir halten für die anderen die Stellung, wie man es von uns erwartet. Ich hab was gehört. Du hast ihn getötet. Dein Entscheid ist... So. Huch. Okay, der ist jetzt gerade durch die Decke geflogen. Okay. Den habe ich auch noch nicht mitgesehen. Also bin jetzt gerade baff. So. Das ist das, was ich letztes Mal immer vergessen habe, das mal anzuquatschen. Gut. Ich komme rein und ich ziehe jedem einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon, die gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns am anderen Sa- Was zum? Jetzt habe ich ihn erwischt. Komm schon. Huh. Anspannung pur. Aber es ist geschafft. Es ist geschafft. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Ich helfe gern. Wenn das stimmt, könnten wir noch etwas Hilfe gebrauchen. Wie du siehst, haben wir ja ein paar Probleme. Hm. Nein, bitte, das ist erzähl nicht. Weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Echt? Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Gott, die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Powerrüstung fürs Militär. Was macht diese Powerrüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie.
Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Aber und wir kommen nicht, wo man eine findet. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Gut, dann heißt es jetzt... Kind, es kommt was und es ist wütend. Okay. Denn wenn wir jetzt hier erstmal uns durchplündern, also sprich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, werden wir jetzt schon mal unten in die Eingangshalle befördern. Zahnpasta zum Beispiel, sehr wichtig. Zahnpasta braucht jeder. So, hier ist dann halt das einmal rausgehen. Dann geht's nämlich dann zur Power Armor. Ne, da waren wir ja schon drinne. Nehmen wir uns aber nochmal nett. Wackelpuppe mit. So, die U-Bahn-Marken. Und hier natürlich. Verdammt nochmal, ja. Aber sowas von. So, nehmen wir uns hier alles mit, weil das brauchen wir nachher alles. Hallo. Weiter auszubauen. Na. Also, halt. Sturges ist zwar groß, aber kein guter Kämpfer. Das musst du übernehmen. Ja, das ist ja gut. Jetzt lass mich doch hier erstmal plündern. So. Gut, den haben wir leer. Hier ist noch eine kleine schöne Tasche. Was haben wir denn hier hinten noch Schönes? Machen wir mal ein bisschen Licht hier. Das Ganze. Ah, Klebeband. Klebeband ist immer schön. So, Sturmfeuerzeug. Superkleber. Plastikmesser. Was haben wir hier noch so drin? Ja, Schädel. Schädel im Kühlfach. Eine Nuka-Cola. Und sonst ist hier nichts weiter. Gut, hier unten. Wo aus die Tür rauskommt. Böse Überraschung. Also gehen wir jetzt hier auf den Weg wieder zurück, wie wir auch reingekommen sind. So, hier ist soweit nichts. Was mit dem Typen, der in die Decke geflogen ist, passiert, das weiß ich jetzt auch nicht. Ach, der liegt hier hinten. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass er hinter mir hergeflogen ist. Aber der hat wirklich einen ellerbiger Rundschlag gemacht. Na gut, ich denke mal hier, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen der Waffe, die ich jetzt in der Hand halte. Die hat bestimmt schon einen guten Durchschlag oder so. Könnte ich mir schon gut vorstellen. Aber dass man denn da 2 Kilometer durch die Wand fliegt? Naja. Es muss ja auch ein bisschen witzig sein, ne? Kann ja nicht nur mal spröde, öde und... Ja, wir kloppen jetzt alles nieder. Und da sind wir jetzt schon zu schwer. Da geht's schon los. Wir haben ja noch nicht mal alles gemobst, was irgendwie mobsbar war. Gut, klettern wir einmal kurz hier runter. Ja, Dogmeat, geht gleich weiter. Wir gehen jetzt erstmal in den Keller. So. Klebeband. Hier ist nichts weiter. So, wir können ihn entweder hacken oder entsichern per Haarklammer. Haarklammer ist mir da ein bisschen lieber. Das wär's. So, dann holen wir uns den Fusionskern. Und jetzt steige ich in die Powerrüstung ein. Na, das werden wir noch nicht machen. Wir werden jetzt hier nämlich noch weiter zurückgehen. So. Und uns hier auch noch weiter umschauen. Nicht, dass hier noch irgendwas ist, was wir plündern können. Ja, 2 Laternen beim Seeangriff. Ja, da haben sie ihren Tee.
Nee, hier sieht das jetzt soweit alles gut aus. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt noch einmal hier rum. Ja, ich will jetzt nicht zu viel Schaden kriegen. Komm. Und jetzt sind wir uns hier irgendwas, was hier vorne irgendwo lagerbar ist. Hier war doch ein... Da ist ein Zigarettenautomat. So, da packen wir jetzt einfach mal Sachen rein, die wir jetzt nicht brauchen. Sowas zum Beispiel. Automatikpistole bringt nichts. Der Schlagring auch nicht. Die Messer auch nicht. Doppelläufige Schrotflinte. Ja. Haben wir Schrot? Wir haben 6 Schrot. Gewehr. Ne, das ist auch ein Gewehr. Das können wir auch erstmal reinpacken. Sollte ich die Schrotflinte wirklich mitnehmen? Eigentlich nein. So, dann packen wir uns hier noch ein bisschen was weg, was wir jetzt nicht brauchen. So. Ein Smoking brauchen wir definitiv hier. So, dann legen wir hier noch ein bisschen was von ab. Oh, halt. Hilfsmittel. Das können wir nämlich gleich noch essen. Weil, wie gesagt, ich will nicht sterben. Also es ist ja wirklich das Ziel ohnehin. So, die Cola kann aber erstmal mit rein, weil die ist nicht sauber. Und davon war es jetzt. Alles. Dann können wir hier noch den Schrott reinpacken. Die ganzen Kaffeetassen, das Klebeband und so. Das packen wir jetzt auch nochmal alles rein. Ach, ich hätte die ganzen Mods hätte ich auch mal beiseite packen können, ne? Also... So, die Fusionszellen brauchen wir. Schrotpatronen, bin ich mir jetzt nicht sicher. Weil alles Munitionmäßige wiegt ja. Deswegen packen wir hier mal alles weg. Bis auf das. Und ich hoffe, das reicht. Weil ich weiß, was jetzt gleich noch kommen wird. Keine britischen Besatzer mehr. So, jetzt laufen wir hier noch einmal zurück. Geben wir mal ein bisschen Gas. Gut. Einmal alle hopp. Kann eigentlich das Licht auch mal kurz wieder ausmachen. Weil mich blendet das gerade. Jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. So. Ja, räumen wir alles beiseite. Kommst du, Dogmeat? So. Jetzt müssen wir einmal nur hier rüber. Blöd ist, man kann hier halt nirgendwo schlafen. Und das alles in einem durchmachen. So, einmal öffnen. Und jetzt kommt nochmal ein schöner Fight. Oh wei. Wollen wir hoffen, dass wir den gut durchstehen. Sag mal, warum braucht das heute schon wieder so lange zum Laden? Ah, jetzt. Persönliches Log. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache... Ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrerer Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später an seinen Verletzungen gestorben. Am nächsten Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Danach ist Prosansky abgehauen, hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel Glück und Gott segne Amerika. Oder das, was davon noch übrig ist. Okay, dann jetzt einmal Fusionskern rein und in die Powerrüstung.
So. Das Einzige, was halt ein bisschen blöd ist. Hier oben! Boss! Ja, die Minigun müssen wir uns jetzt mal auf die 3 setzen. Hier oben ist jemand! Ah, ja, komm schon. Du kannst doch nicht so viel aushalten. So. Nehmen wir uns hier das noch vom Dach mit. Ich glaube, ich hab hier schon was. Ja, ich auch. Kommst du nicht runter? Lass uns mit den Jungs ein bisschen plaudern. Los, ich hab noch was vor. So. Ah, Mist, ich hab genau den... Den getroffen, den ich nicht treffen wollte, aber den habe ich jetzt. Auch den habe ich gut. So, von wo noch? Ach, da hinten. Ist noch so ein Psycho. Ah, wieder nicht getroffen. Oh oh, gleich keine Muni mehr. Direkt gegen den Kopf. So passt das auch. Kommt noch ein Psycho. Aber jetzt nur noch ein Schuss. Der muss sitzen. Ich hab was gehört. Da sind sie. So, probieren wir es mit der Pistole. Boah, zieht viel ab. Ah, komm schon. Dann ist er noch einer und noch einer. Abschaum. Keine Lebensmittel. Na, ja, total verschossen. Kurz mal die Ausdauer aufladen lassen. So werden wir nie im Leben treffen. Sehe ich das richtig? Du bist da hinten hingelaufen? Jawohl. So. Wo sind sie hin? Ah, hoffentlich weg. Na, ja, ich weiß, mein Fusionskern ist fast leer. Okay. Kommen ja immer mehr. Und da hinten kommt, wovor ich gewarnt hatte. Da ist nichts mehr. Ich treffe von hier oben gar nicht, aber die Raider müssen halt weg. Hast du das gesehen? Ja, ich sehe es. Hast du sie gefunden? Na komm schon. Komm schon, Blechmann! Ja, ich bin der Blechmann. Autsch. Jawohl. Eliminiere die Feinde in Concord. So, wir könnten jetzt auch einfach runterspringen.
Das Problem ist daran nur, wenn wir jetzt runterspringen, kriegen wir durch die Powerrüstung keinen Schaden. Aber wenn unser Begleiter das auch tut, bekommt der Schaden. Das heißt so viel wie, schlechte Idee. Weil er springt dann auch wirklich hinterher, wenn er keine Möglichkeit sieht, da anders hinzukommen. Wenn unser Begleiter sozusagen gedamaged ist oder kurz vorm Verrecken ist, stellt er die Kampfhandlung ein. Und wir müssen ihn mit einem Stimpack wieder aufretten. Ansonsten... ja. Bleibt er sozusagen da liegen und kehrt dann irgendwann in die Stadt zurück, wo wir ihn gefunden haben. Das wäre jetzt in dem Falle Red Rocket Station. Und ich will nachher alle Begleiter immer nach Sanctuary schicken, weil es mit am besten ist. So, jetzt müssen wir gegen eine Todeskralle ran. Eieiei. Wird uns bestimmt auch in der Power Armor fast one-hitten können. Deswegen habe ich mir die restlichen Minigun-Schüsse aufbewahrt. So, irgendwo da hinten ist er. Okay, wir gehen mal kurz hier rein. Weil die Todeskralle ist mit einem Totenkopf gekennzeichnet und kommt hier zum Glück nicht rein. Hoffe ich mal. Oder? Nee, sie kommt nicht rein. Eieieiei. So, genau das meinte ich jetzt hier. Und dann kann man halt mit einem Stimpack dem Begleiter wieder aufhelfen. Ansonsten ist der Begleiter halt weg. Und das ist dann halt nicht so gut. Ascherhaufen. Aktivieren. Okay. Ha. Ich suche eigentlich... ach, hier ist er doch. Dich hatte ich eigentlich gesucht. So, die Todeskralle können wir jetzt auch noch ausnehmen. Huch. So. Dann gehen wir jetzt hier noch einmal rein und nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Mit der Power Armor können wir ja zum Glück auch ein bisschen mehr tragen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Alles okay? Alles gut, Press. Mach keinen Aufstand. Das war wirklich erstaunlich. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist. Werdet ihr jetzt klarkommen? Ja, für eine Weile. Zumindest können wir jetzt einen Ort suchen. Also, als wir uns trafen, hast du gesagt, du würdest gerne helfen. Das hast du getan und wir verdanken dir unser Leben. Hier, es ist nicht viel, aber die beste Art, um dir zu danken. Was passiert jetzt? Mama Murphy hat schon lange eine Vision von einem Ort namens Sanctuary. Irgendein altes Viertel. Aber eins, das wir wieder aufbauen können. Komm doch mit. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Okay, Garvey. Ich bin dabei. Oh, wunderbar. Aber du suchst noch mehr, nicht wahr? Ich habe es gesehen. Das Loch in deinem Herzen. Sag es mir bitte. Ich muss es wissen. Du bist ein Mann ohne Zeit, ohne Hoffnung. Aber nicht alles ist verloren. Ich kann die Energie deines Sohnes spüren. Er lebt. Ich wusste es. Bitte sag mir, wo er ist. Ich muss meinen Sohn finden. Ich kann ihn nicht sehen. Nicht klar. Aber ich spüre seine Lebenskraft. Er ist da draußen. Und ich brauche nicht mal das dritte Auge, um dir zu sagen, wo du suchen sollst. Das große grüne Juwel des Commonwealth. Diamond City.
die größte Siedlung in der Gegend. Bitte, Mama Murphy. Ich habe gar keine Spur. Erzähl mir mehr. Also, Kind, ich bin müde. Wenn du mir später ein paar Camps bringst, wird das dritte Auge vielleicht klarer sehen. Nein, Mama Murphy, wir haben doch darüber gesprochen. Dieser Mist bringt dich Sei noch um. Sei still, Preston. Irgendwann sterben wir alle. Wir brauchen das dritte Auge. Und unser neuer Freund hier wird es auch brauchen. Also legen wir los. Sanctuary wartet. Also Leute, dank unserer neuen Bekanntschaft hier ist es sicher rauszugehen. Wir machen uns auf zu dem Ort, von dem Mama Murphy erzählt hat. Sanctuary. Es ist nicht weit. Sie hat davon erzählt? Du meinst, sie hatte eine ihrer Visionen, als sie total zugedröhnt war. Und jetzt sollen wir uns wieder auf so ein sinnloses Unterfangen einlassen, weil Mama Murphy es gesehen hat? Schlimmer wartet, als das wartet, hier kann entspannt euch alle mal. Wir stecken da alle gemeinsam drin, oder? Also Marcy, hast du eine bessere Idee, was wir jetzt tun sollen? Irgendjemand? Also gut, Sanctuary. Hoffentlich finden wir dort unsere Zuflucht. Los, June, wir müssen gehen. Okay. So, jetzt nehmen wir uns auch alles mit. Das heißt zwar, wir werden jetzt extrem langsam nach Hause humpeln eher, aber es geht. Du musst in Richtung Diamond City. Ja. Nee, ich muss erstmal mit euch mitkommen. Dann benutzt doch endlich mal alle die Tür, damit ich da auch rausgehen kann. Oh, schlimm hier auf dem Klo. Na los. Los, Marcy. So. Und ich kann sie immer noch nicht öffnen. Immer diese Toilettentüren hier. Schlimm. So, dann würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt noch so viel mit, wie wir tragen können. Bezüglich, wir können eigentlich Überlast tragen. Ja, kriegen zwar Schaden, aber es passt. Und laufen wir jetzt los. Vergiss nicht, welchen Preis wir gezahlt haben, um so weit zu kommen. Oh. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin vorne. Bleib dicht zusammen. Fusionskerne. Ja, dann seid mal direkt hinter ihm. So, da wir sowieso schon so langsam laufen, schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Nur noch der Schaden höher. Aber da wir eine Power-Rüstung tragen, ist der Schaden jetzt nicht so krass. Und wir könnten uns die Beine brechen. Das wäre das Nächste. Aber durch Power-Rüstung könnten wir auch mit gebrochenem Bein weiterlaufen. So, damit man die auch mal ein bisschen sieht von außen. Sieht halt ein bisschen rostig aus. So, gucken wir uns hier nochmal um. Und hier ist das Vieh rausgekommen, hier vorne. Und da können wir dann auch später noch rein. So, dann wollen wir mal weiter hier. Immer schön gehen. Kommt ihr da hinten auch mal mit? Wie viel würde ich jetzt geben, dass ich jetzt einfach mal rennen kann? So. Das Problem ist, unsere Power-Rüstung ist jetzt auch bald leer. Heißt so viel wie, wenn sie leer ist, dann werden wir noch ein Tickchen langsamer. Glaube ich. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Aber gut, da vorne haben wir jetzt die Red Rocket Station. Die müssen wir eigentlich nur überstehen. Ich trinke mal noch einen Schluck, damit sich halt auch die Harpy schon mal erstmal wieder regeneriert. Und esse auch nochmal was. Wir hatten doch noch was zu essen dabei, oder? Genau. Ja, nehmen wir nochmal so ein schönes Steak zu uns. Dann regenerieren wir jetzt schon wieder ein bisschen hoch. Und dann passt das langsam. So, mit der Power Armor haben wir aber jetzt deutlich bessere Chancen, das Ganze auch ein bisschen besser zu überstehen.
Also sprich, wir werden fast nicht mehr ohne Power Armor außer Haus gehen. Weil mit der Power Armor können wir dann wenigstens 2-3 Kugeln wirklich einstecken, ohne gleich zu sterben. Und wenn wir sie nachher gut ausbauen, dann wird sie unser Leben schön verteidigen können. So, wir sind fast da. Noch ein bisschen, ein kleines Stückchen. Halbe Straße noch. Eigentlich brauche ich jetzt die Minigun nicht in der Hand halten. Kann ich auch die Pistole. Ah, da sieht man schon, wenn ich das Zielvisier ansehe, wir haben schon gebrochene Beine. Also sprich, würde ich jetzt die Power Armor ausziehen, dann würde es noch langsamer gehen. Dann würde es nur noch so schleichen sein. Mensch, ich bin schon überladen und alles und ihr da hinten kommt nie aus dem Buschen. Nee, ist es ja auch nicht mehr. Da sind sogar schon Siedler. Und ein bisschen aufgebaut habe ich da auch schon. Weil ich ein netter Dude bin. So, bald geschafft. Ich sehe da vorne schon langsam die Brücke. Auch wenn es neblig ist. Und da hinten sieht man unser Haus. Ja, wir haben es fast geschafft. Ich sehe den Bus schon. Die Wasserfilteranlage. Wunderbar. Nur noch ein kleines Stück. Okay, beim Nachladen bleibe ich also stehen. Ah, okay. Das wollte ich jetzt nur noch mal gucken. Also sprich, wenn ich das jetzt in diesem Modus lasse, dann bleibt beim Nachladen stehen. Das wusste ich selber noch nicht. So, da hinten steht irgendjemand. Das ist wahrscheinlich einer der Gärtner. Gut, gleich geschafft. Nur noch hier die Treppen einmal rauf. Und wir haben es fast hinter uns. Jawoll, ja. So. Und dann steigen wir einmal aus. Dein Bein wurde verkrüppelt, sodass du nicht rennen kannst. Jo. Also man sieht ja jetzt hier, so ist dann nur noch Schleichen. So, jetzt werden wir erstmal alles einlagern, was wir nicht brauchen. Damit wir endlich mal ein bisschen was abnehmen hier. Weil das ist doch ein bisschen zu viel. So, die Lasermuskete lassen wir. Und hier haben wir jetzt auch endlich mal ein Harnisch. So. Gleich können wir richtig wieder alles machen, was wir auch vorher gemacht haben. So. Könnten halt das ganze Zeug auch auseinandernehmen, aber zu Anfang ist, denke ich mal, wichtiger, dass wir das nicht auseinandernehmen, sondern dass wir das verkaufen, weil dann kriegen wir etwas mehr Geld als das, was wir jetzt da haben. So, Nuka-Cola, du bist sozusagen schlecht. Daraus können wir uns gleich noch was zu essen machen. Dann einmal den ganzen Schrott. Die ganzen Mods können wir reinpacken. Und dann natürlich auch die ganze Muni, die wir nicht brauchen. Weil alles Platzverschwendung. So, passt. Schießen die da jetzt auf irgendwas? Ach nee, das bin ich. Das hat er sich erst angehört, als wenn er aus der Entfernung was schießt. So, man kann es entweder mit einem Stimpack heilen oder das, was ich jetzt machen will, ausgedehnt schlafen. So, da wir jetzt sowieso speichern wollen, humpeln wir mal jetzt zu unserem Bett.
was wir gleich geschafft haben. Noch ein kleines Stück. Und jetzt. So, dann werden wir jetzt ausgedehnt schlafen. 8 Stunden, denke ich mal, dürften reichen. Das ist ein guter Schlaf. Okay, für einige könnte es auch 10 oder 12 Stunden sein. Na, möchtest du nicht schlafen? Oder was ist jetzt los? Ah, jetzt. Ja, ich weiß nicht, ab und zu hängt das immer beim Schlafen. Sollte vielleicht nochmal gucken, dass ich das umändere. So. Und Verletzung geheilt. Wir können wieder hüpfen. Yay, yay. Wir haben endlich geschafft, mit Concord fertig zu werden. Yay. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder in einer nächsten Folge. Also, bis dann.